das Besondere in dieser Halle seien auch die Preise, haben Sie mir verraten, Herr Kaufmann. Ja, zum Beispiel hier bei Werner? Ja, das stimmt. Werner ist ein bisschen der Rentnerbespaßer von Berlin oder von Moabit. Das heißt, er hat Preise, die sind so niedrig, dass auch der Rentner, der sich ein bisschen knausern muss, sich hier ein Frühstück leisten kann. Ich muss gestehen, auch ich gehe zum Frühstück gerne zu Werner, weil er macht tolle belegte Brötchen. Und wenn Sie überlegen, ein halbes Brötchen belegt mit allem, was das Herz begehrt, für 90 Cent, ein Kaffee für 70 Cent, ein Pottkaffee und alles, was Oma früher mal gekocht hat, gibt es bei Werner auch. Werner macht mir zum Beispiel eine Senfsoße mit Eiern. Die Senfsoße ist so lecker, meine Frau kann das nicht so gut. Hört sich zwar ungern, aber Werner ist so. Und darum geht man in der Arminius-Halle zum Frühstück gerne zu Werner. Weil er einfach, er ist authentisch, er ist ein Berliner von Haus aus, er kommt aus Lichtenberg. Ich glaube, es gibt kaum einen ähnlich kommunikativen Wirt oder Standbetreiber hier in der Halle wie Werner. Wie hört sich das so an in Ihren Ohren? Ja, herrlich. Besser kann ich gerade auch nicht sagen. Hat er gut gesagt. Rentnerbespaßer? Was? Rentnerbespaßer, hat er aber auch gesagt. Ja, ne, das sollen ja auch Rentner reinkommen, die Spaß haben in der Halle und an mir selber auch, an das Essen selber. Und ich wäre ja auch mal Rentner und habe auch nicht das Einkommen. Also halte ich meine Preise so, dass jeder das bezahlen kann und auch Freude daran hat. Ne? Was bieten Sie alles an hier? Ja, von Bulette an bis Schnitzel, Gulasch, Gemüseeintopf, Kohl, Rübeneintopf, Blutwurst und bis Rind in Buletten, Klopse, Königsberger Klopse, ja, vor allem Klopse. Und dann gibt es noch das typische Tresengespräch. Ja, natürlich die Gespräche, was jeder so für Problemchen hat, bis hin zur Tablette, die nicht hinhaut mehr und so hat alles, ja. Das gehört dazu. Dankeschön. Bitteschön. Die drei Damen vom Grill, die haben Sie auch hier, Herr Kaufmann. Ja, das ist der Originalstand aus den 80er Jahren, weil von den drei Staffeln, die gedreht worden sind, wurden anderthalb Staffeln in der Halle hier gedreht. Der Stand ist seitdem nie umgebaut worden. Der ist noch original, so wie er damals bei den Dreharbeiten auch war. Wobei, bei den Dreharbeiten hat mir ein alter Requisiteur erzählt, damals gab es nur Plastikauslagen, da war nichts original. Gedreht wurde nur am Wochenende nach Feierabend oder am Sonntag. Heute hat man bei vielen Dreharbeiten in der Halle Tatort wird gedreht hier, andere Formate wie Vox Dinner, das perfekte Dinner, das Promi-Dinner. Die kaufen hier ein? Ja, die kaufen hier ein und drehen bei normalen laufenden Betrieb. Wollen die auch haben wegen der Atmosphäre. Damals nur Plastik, aber der Stand ist unverändert. Und hier bekommen Sie eine der besten, wobei immer subjektiv, eine der besten Currywürste von ganz Berlin. Mein Tipp immer, essen Sie die große Currywurst, etwas fester gestopft, Majoran. Sollten Sie probieren, lohnt sich. Die Damen dahinter sind nicht mehr die Originaldamen, ein bisschen anders. Sind auch nur zwei, glaube ich. Immer mit nur zwei, aber unter anderem eine dabei, die ist so perfekt im Motorradfahren, die eine Maschine, von der würde ich runterfallen, aber sie fährt die perfekt nach der Arbeitszeit. Und Brigitte Grotum, die war auch noch mal vor kurzem hier, haben Sie mir erzählt vorhin? Ja. Brigitte Grotum hatte hier eine Art Autogrammstunde, gab eine Fernsehfolge bei RBB über ihre Arbeit damals im Jubiläum nach 30 Jahren. Im vergangenen Oktober, und dann war sie eine Stunde hier, ging auch hinter die Theke und wusste noch genau, was damals wo gelegen hat. Weil der Stand ist halt noch original wie damals. Nichts ist anders. Einschneidende Erlebnisse also. Ja. Uhr mittags an der Geflügeloase. Ja, wenn ich sage, hier geht man essen, ist es bestimmt nicht falsch, weil in der Mittagszeit stehen die Menschen hier Schlange. Das Essen wird jeden Tag morgens ab 5 Uhr frisch gekocht und in etwa einer Stunde finden Sie hier vorne in der Theke nichts mehr von den ganzen frisch gemachten Dingen. Und das sind Portionen, die sind so groß, da wird ein erwachsener, arbeitender Mensch von satt. Ich könnte mir vorstellen, bei Ihnen reicht es für 2-3 Tage. Oh, unterschätzen Sie mich nicht. Jetzt ist hier so Handwerker-Mittagspause. Ja, genau das ist es. Sehr viele Handwerker kommen mittags hierher, weil sie wissen, sie bekommen Qualität zum kleinen Preis. Der ist unfassbar niedrig. Da müssen viele Pommesbuden draußen sich Mühe geben, mitzuhalten. Hier geht das noch, man in großen Mengen die Sachen kocht und in großen Mengen halt verkauft. Da kann man den Preis auch niedrig halten. Das macht man seit Jahren schon. Ist es eher mittags oder eher abends bei Ihnen frequentiert?
Wir haben völlig unterschiedliche Einkaufsgewohnheiten. Morgens kommen da knapp 8 Uhr die Rentner, die unterhalten sich hier, die treffen sich, trinken ihren Kaffee, essen ihr Brötchen. Dann ist ein bisschen Pause, dann kommt die Mittagszeit, sehr viele arbeitende Menschen aus der Umgebung, aus den Büros, aus den Handwerkerschaften. Dann ist wieder ein bisschen Pause und dann nachmittags kommen die Menschen aus dem Büro heraus oder nach dem Büro oder abends halt die Menschen, die abends ausgehen und essen wollen, weil die Halle abends halt ihre Gastronomie auch offen hat. Von Bratwurst bis Champagner. Sie können hier alles essen, von der Bratwurst bis zum Kaviar, ja. Und auch den Champagner trinken, wenn Sie möchten. Tussi und Armin ist der Name der Bar hier im Hintergrund. Was für ein schöner Name. Ja, wenn Sie so etwas haben, dann überlegen Sie, wie kann man das Tussi und Armin nennen, weil Tussi ist irgendwo negativ besetzt. Aber Tussnelda war die Ehefrau von Arminius. Er hat sie mal entführt in jungen Jahren, bevor er in den Krieg zog. Er hat sie entführt von ihrem Vater, weil ihr Vater war gegen eine Heirat. Er hat sie entführt, er hat sie geheiratet, geschwängert. Und dann wurde sie zurückentführt von ihrem Vater. Er hat sie nie wiedergesehen. Und auch das Kind, ein Sohn, der geboren wurde, beide sind in den Annalen der Geschichte nicht wieder aufgetaucht. Man munkelt, sie wäre mal in Rom gewesen, irgendwann zu späterer Zeit. Aber Arminius soll sie nie wieder gesehen haben. Aber Tussnelda war die Ehefrau von Arminius und auch etwa 150 Meter entfernt von hier, die kürzeste Allee der Welt mit 42 Metern, die Tussnelda Allee. Von der Verbindung ist schon da Tussnelda und Arminius. Das ist hier aber davon abgesehen auch so ein ganz tolles Ambiente, in dem wir hier sitzen mit Palmen. Die ganze Halle ist grün. Ja, wir bemühen uns natürlich, die Halle, die nun sehr, sehr groß und sehr weit ist, ab und zu auch mal ein bisschen zu füllen. Und die Palmen kommen von der Späthschen Baumschule, über den Wintern hier immer. Sie stehen normalerweise im Sommer in den Strandbars in Berlin und bleiben hier immer von Oktober bis April und gehen dann wieder raus in die Strandbars und kommen im nächsten Oktober wieder zu uns retour. Ist ein ganz anderes Ambiente als sonst. Wenn die Halle leer ist, also ohne Palmen, hat man hier sehr viel Weite, sehr viel Lichte und kann dann die Architektur noch viel besser sehen als im Augenblick. Wenn ich jetzt darüber gucke, da ist noch ein Vorhang. Sie machen hier offensichtlich auch Veranstaltungen. Ja, wir haben ein eigenes Theater in der Halle, das Inseltheater Moabit. Wir spielen jeweils in der Frühjahrs-Sommersaison und in der Herbst-Wintersaison. Jetzt sehen wir hier das Kulissenbild. Ja, das ist das Kulissenbild vom Inseltheater, vom letzten Stück. Das ist ein Netz zu Mr. Sloan. Das wird gerade umgebaut auf das neue Stück, das im April Premiere haben wird. Dinner mit Freunden hat den Pulitzerpreis begonnen. Und ich denke mir, es wird wieder ein Erfolg werden. Bisher waren wir so gut wie immer ausverkauft. Wir haben ein eigenes Varieté, das Schlemmer Varieté, auf der anderen Hallenseite im Bereich des Hofladen mit einer Varieté-Show, die im April wieder anfängt, die dann eine Sommerpause macht und im Herbst auch wieder anfängt. Eine kleine Weinhandlung haben Sie hier auch. Ja, das ist Zunftgenuss. Der Name erinnert ein bisschen an die Zunft AG. Das ist aber ein völlig eigenständiges Unternehmen. Und ich denke, das ist hier das größte Sortiment an nur deutschen Weinen in ganz Berlin. Das heißt, man hat wirklich nur deutsche Weine hier, weil deutsche Weine wahrscheinlich unterschätzt werden. Und man sollte sie einfach mal probieren, weil die Geschmacksvielfalt bei deutschen Weinen, die auch hier in der Halle geboten wird, ist wohl einmalig. Sie hatten hier auch gerade ein Event, ein Wein-Event. Ja, die Lange Nacht der Weine alle Vierteljahre. Und beim letzten Event, letzte Woche Donnerstag, hatten wir 800 Gäste in der Halle. Und die 800 Gäste hatten 75 Weine zum Probieren und haben die auch probiert. Und das nächste Event wird dann so in der zweiten Maiwoche sein. Auf der Lange Nacht der Weine, zweite Maiwoche.